Axel Kühling hatte zur Eröffnung der Brücken extra sein druckfrisches Buch über die Elbbrücken mitgebracht. Leider verhinderte das regnerische und stürmische Wetter einen Verkaufserfolg. Alle wollten erstmal mit den historischen Wagen mitfahren. Also haben wir den Verlag besucht. Der befindet sich in Fermersleben kurz vor der Mansfelder Straße. Beinahe schien es im Vorjahr, als ob man sich ein neues Domizil suchen müsste. Mit dem geplanten Umzug im Juli wurden wir, glaube ich, gekündigt. Ja, also wären wir eigentlich zum Ende Dezember weg gewesen hier, ja. Das stimmt. Hat sich aber den doch irgendwie nochmal zum Guten gewendet, ja. Ja, der Vermieter hat sich gewandelt, die Hausverwaltung wurde beiseite geschoben und die hatte mich gekündigt, die Hausverwaltung, die kreativ. Und der Vermieter hat das dann zurückgenommen und hat hier einiges getan, damit wir hier auch noch weiter existieren dürfen. Und dadurch ist es dann dazu gekommen, dass wir hier bleiben. Also äußerlich macht ja das Gebäude auch jetzt eigentlich ein ganz schönes Das stimmt, Eindruck, das ja. stimmt, ja. Aber als ich letztes Mal hier war, sah das noch nicht so schön aus. Ja, ja, na, letztendlich ist es wirklich ein traditionsreiches Ding auch, weil das Büro selber, was wir jetzt hier haben, ist ja letztendlich eine Bäckerei gewesen, die Bäckerei Bodenburg. In Fermersleben eigentlich sehr bekannt. Die hat nach 45 sozusagen das erste Brot hier wieder geliefert. Also das war schon recht. Wonach suchst du dir die Themen für die Bücher aus? Also das Schöne ist eigentlich, dass mir die Bücher die Aufgaben stellen. Also eigentlich nehmen wir uns die Themen danach vor, was wirklich, spannend für die Leute sein könnte. Und es macht dann Spaß, weil du näherst dich ja dem Thema, du musst dich dann tief reinbegeben in das Thema und das macht eben Spaß. Also wie zum Beispiel eben jetzt hier bei dem nun gerade erschienenen Magdeburger Brückenbildern, bei diese Kennste Magdeburg, diese Serie hatten wir ja vor ca. 2-3 Jahren erfunden, weil wir der Meinung waren, manche Dinge siehst du eben häufiger und manche siehst du eben nicht so häufig. Und zum Beispiel die Friedrichstadt, die wir dann eben als Kennste Magdeburg verlegt haben, das war eben erstmalig, weil die Friedrichstadt haben viele Magdeburger gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil das war eben Brückfeld geworden in DDR-Zeiten und dadurch war das dann eben wirklich ein Hingucker, dass die Leute eben mal die Friedrichstadt gesehen haben, die ja nun wirklich, sagen wir mal, in DDR-Zeiten zerstört wurde. Und so sind wir eben auch an die Brückenbilder gegangen. Wir haben den großen Brückenzug wachsen sehen. Ein ist ja nun wirklich ein imposantes Gebäude und vor allen Dingen auch als Motiv eben, ja, für Fotografen und so weiter, ist auf jeden Fall ein Hingucker, ja. Und dementsprechend haben wir gedacht, wenn wir das jetzt einbinden und dann wirklich mal sagen, was jetzt eigentlich die Lieblingsbrücken der Magdeburger waren, und das war ja zum Beispiel mal die große, wunderschöne Königsbrücke, ja, mit den Türmchen, das war natürlich wirklich Hingucker und um diese Lieblingsbrücken der Magdeburger eben mal vorzustellen, darum haben wir uns mal hingesetzt und haben gesagt, okay, jetzt zeigen wir euch mal, was eigentlich eure Lieblinge mal über all die Zeiten war. Und da war dann eben zum Beispiel, gehörte dann eben zum Beispiel die Sternenbrücke dazu, ja, die ja in DDR-Zeiten so gewünscht wurde, ja. Und sie kam ja nicht, sie kam nicht, sie kam nicht. Und die ja dann erst 2005 dann wieder neu eröffnet wurde. Da warst du ja bestimmt auch dabei, denke ich mir mal. Das war ja letztendlich ein überraschendes Ereignis, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist trotzdem Himmelangst geworden damals. Als die Massen dann auf die Brücke gingen und die Brücke dann anfing zu wackeln, ja. Also das war damals schon. Also das werden wir jetzt natürlich jetzt bei dem neuen Brückenzug, bei der Kaiser Otto und der Königin Lita Brücke natürlich nicht erleben, aber denn das ist ja nun ein viel imposanteres Bauwerk. Aber es ist schon, Magdeburg und seine Brücken, das ist schon was Besonderes. Weil letztendlich, wenn man sich überlegt, dass die sich wirklich 45, nachdem die ganzen Brücken gesprengt waren, dass die sich wirklich auf den Ufern der Elbe gegenüberstanden, die Familienmitglieder, und sich gegenseitig zugerufen haben, wer noch lebt und was kaputt gegangen ist und was sie retten konnten und so weiter. Und das eben über eine Distanz, was weiß ich, was die Elbe da hat, 150, 200 Meter, ja. Das ist natürlich nicht ganz einfach, ja. Und wenn dann eben 50 Familien da nebeneinander stehen, ja, dann noch zu verstehen, was wer da jetzt gerufen hat und wer die Adresse ist, das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber daran sieht man dann eben auch, wie wichtig die Brücken für Magdeburg sind. Und ich freue mich auch darüber, dass ja nun langsam diese, nachdem jetzt unser Brückenzug nun fast fertig ist, dass eben das Gespräch wieder zu einer dritten
Elbquerung wieder eröffnet wurde und wir vielleicht im Süden, Südosten eben hier damit rechnen können, dass hier auch wieder eine neue Brücke kommt. Aber all das ist ja alles in dem Buch und da sprechen wir ganz viel und da habe ich auch ganz viele schöne Sachen geschrieben. Und als kleine Sache dazu habe ich hier noch so eine Brückenkieker-Box. Das Interessante daran ist, wir haben uns also drei schöne kleine Etiketten einfallen lassen. Einmal zum Kaiser Otto, einmal zur Königin Editha und den Bezug auf diesen neuen Brückenzug. Und eben die Altmachtebräuer Brückenkieker-Flasche. Und diese drei sind eben noch ein paar, sind davon erhältlich. Und da würde ich mich dolle freuen, wenn ihr das eben über den Verlag, also über www.delta-d.de oder eben über eBay bestellt. Das wäre schön. Da würde ich mich ganz dolle freuen. Das war die, weil die war wirklich zur Eröffnung gedacht und die würde ich gerne den Leuten an der Hand geben. Und du weißt ja, du warst ja da und wir haben uns ja auch in Facebook geschrieben. Die Eröffnung ist natürlich, sagen wir mal, dadurch, dass sie geteilt wurde, diese Eröffnung, also dass nun erstmal die Straßenbahnen nur durften, ist das natürlich für uns eine recht kuriose Sache geworden, weil wir standen dann wirklich, weil es war ja kalt, es hat genieselt und du kannst ja kein Buch geben, wenn es da nieselt und dementsprechend haben wir also aus dem Kofferraum raus verkauft, das war wie nach der Wende, haben wir da aus dem Kofferraum raus verkauft und war nicht ganz einfach, schon allein, dass die Leute es gar nicht wahrgenommen haben, die Straßenbahn und die machen ja nur wirklich was her, diese historischen Straßenbahnwagen, die haben natürlich viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als wir da mit unserem offenen Kofferraum. Der neue Band ist viergeteilt. Zuerst geht es in die Geschichte, dann zu dem neuen Projekt, danach wird jedes Brückenbauwerk konkret vorgestellt und zuletzt gibt es viele aktuelle Bilder aller Elbbrücken, einschließlich der Eisenbahnbrücken. Die Idee der Strombrückenverlängerung ist ja nicht neu. In den 50er Jahren war ja so geplant, dass also, wenn jetzt die Strombrücke über die Elbe fertig ist, dass wir dann sozusagen eine Weiterführung, also einen zweiten Bauabschnitt haben, der dann eben nach Krakau reinführte. Und so war es auch geplant. Die damalige Ernst-Thälmann-Straße sollte Einlaufstraße werden der Brücke. Und dann kam aber plötzlich Anfang der 70er ein Völlerschnitt, dass die Gasse anders geplant wurde und nämlich genau auf die Brückstraße zu. Und links von der Kanonenbahnbrücke davor war er nämlich rechts davon. Und das war natürlich eine Katastrophe für die ganze Friedrichstadt, also auch für das ganze Brückfeld, weil letztendlich diese historischen Gebäude der Friedrichstadt waren ein Hingucker. Das war ein wirkliches Stück Altstadt, was Magdeburg behalten hatte. Davon ist nun leider nichts mehr da, unwiederbringlich verloren. Das alles kann man auf 308 Seiten für 35 Euro nachlesen. Die Brückenkickerbox gibt es für 15 Euro dazu, wenn man Glück hat. Am besten beim Verlag einfach mal vorbeischauen. Es lohnt sich, wenn man sich für Magdeburgs Geschichte interessiert.